Hallo und willkommen zu einem neuen Power Ranger Review. Und diesmal zu Power Ranger RPM, den Palomax Megazord oder Palomax. Und ja, auch heute mal ausnahmsweise mal wieder zu der Gebrauchsanweisung, aber da kommen wir gleich mal zu. Erstmal zu den Sorts an sich. Es ist wieder typisch RPM, also das, was wir die ganze Zeit haben. Tiere und Fahrzeuge kombiniert. Diesmal Dinosaurier und Züge. Hier habe ich zum Beispiel die 12 in der Hand, der ein Triceratops zeigt. Oh, ich hasse es. Super schwerer Name. Und halt ein Zug. Jetzt kann man hier noch so ein Schnippel runter machen, damit man halt, man kann die jetzt ganz einfach, hier ist es zum Beispiel ein Loch. Zack, hier rein. Dann kann man die einfach so ziehen, kann man sie richtig wie so einen kleinen Zug eben aneinander binden. Zur Verwandlung muss man aber das hier schon umklappen, also erst ist so, dann so, bei allen, bei den beiden ist das gleiche. Mal die Nahaufnahme mal zeigen. Die 12 ist der Triceratops, ja. 11 nehme ich mal, ist ein T-Rex. Man kann das Maul öffnen, so komplett. Sieht ziemlich gefährlich aus. Und die 10, sieht man ziemlich gut, ist ein Mammut. Das ist der, das hat die Lokomotive, also eine Mammut-Lokomotive. Das ist eine ziemlich witzige Idee eigentlich. Man kann hier die Stoßzähne bewegen bei ihm. Eben auch einzeln. Das ist soweit schick. Bei ihm kann man auch die Hörner bewegen. So. Irgendwas stimmt wieder nicht mit der Verwandlung. Ja. Dann mal so zu den kleinen Details. Und zwar, wenn man hier eben das bewegt, sieht man, das bewegt sich mit. Er hat zwei bewegliche Räder auf jeder Seite. Ne, drei. Entschuldigung. Drei, nur hier ist kein Effekt bei. Also drehen tun sich die Räder. Was ich auch ziemlich gut finde, dass es halt keine Fakes sind. Halt, hier rollt er richtig drauf. Und das ist ziemlich gut. Bei den anderen haben wir gar nichts. Die schleifen einfach nur. Also, das Zeug schleift einfach nur auf dem Boden. Also, naja. Das hört man, dann sieht man es einfach nur, hier sind keine Räder, keine Rollen, gar nichts. Zumindest so kleine Rollen hätten sie ja nun reinmachen können, aber egal. Dann kommen wir erstmal so zu den Nachteilen. Nachteile ohne Ende. Während wir bei den anderen Power Ranger RPM in der deutschen Erklärung zumindest noch erklärt bekommen haben, wie die Figuren heißen, haben sie hier anscheinend komplett darauf verzichtet. Ich weiß nicht mal, wenn sie im Deutschen einen Namen haben. Es wird einfach gar nicht irgendwie gesagt, wie die Jungs heißen, in der Erklärung schon nicht, und so habe ich es auch jetzt nicht gefunden. Und die japanischen Namen, da breche ich mir echt einen wieder ab. Okay, dazu erstmal Nummer 1. Nummer 2 ist das Schöne. Wir hatten das Problem ja schon mal mit der Gebrauchsanweisung. Wir spielen schon wieder den Sort in verschiedene Modi. Ja. Das hatten wir auch schon mal. Und der Witz ist, sie haben sogar teilweise die deutsche Erklärung komplett ausgelassen. Also, das ist ja nur ein bisschen Englisch erklärt, und auf der anderen Seite geht es dann mit dem schlechten Deutsch weiter. Also, ja. Warum entwickeln wir uns nicht mal wieder zurück? Wo wir es gerade geschafft haben, wir jetzt in der Gebrauchsanweisung mal wieder halbwegs Deutsch zu können? Nein. Na gut. Jetzt zur Verwandlung von dem Teil. Als erstes nimmt man das hier ab. Wie schon eben angedeutet, hat er auch hier so einen Haken. Da kann man halt die anderen auch einfach so hier reinstecken und ziehen. Ja, man kann es natürlich auch lassen. Was auch auffällt, das ist so, der fällt leider immer ab. Zur Verwandlung. Relativ schnell und leicht. Man zieht. Okay.
das einfach ab. Das ist einfach nur rangesteckt. Das kriegt man echt sehr leicht und einfach ab. Einfach abziehen. Dann klappt man das gleich zusammen. Andere Seite auch einfach zusammenklappen. Man sieht, so hat man schon die Arme. Dann schnappt man sich hier den Zug, also diese Lokomotive. Interessant ist, hier kann man echt bei diesem Sort echt alles auseinandernehmen. Ist so ein Baukasten. Jetzt klappt man ihn um. Dann kann man ihn schon eigentlich einmal komplett verwandeln. Dann sieht man schon seinen Kopf. Sieht schon sehr gut aus. Ich zeige dir mal gleich in der Nahaufnahme. Das macht sich jetzt nämlich gerade schön leicht. Man sieht hier eben so diesen Dino-Kopf, hier darunter nochmal den Sortkopf. Also sehr cool gemacht eigentlich schon. Und jetzt zur Kombination. Der Mammutkopf, sage ich jetzt einfach mal, vom Zug wird einfach hier raufgesteckt. Zack. Das kommt hinten drauf. Moment, da muss ich mal wieder die Stelle finden. Und zwar halt so rauf. Und jetzt sieht man, dass der Zug eben kleiner als vorher ist. Sieht auch interessant eigentlich aus. Aber natürlich ist es kein Zug so. Ach, jetzt habe ich eins noch vergessen zur Transformation. Was noch wichtig ist. Moment. Diesen Haken muss man umwandeln. Den braucht man nur in dem Zugmodus. Im Sortmodus braucht man ihn nicht. So, jetzt nimmt man hier dieses Teil, klappt es um und dann hat man schon den Unterkörper. Einfach hier reinstecken und nicht sich stören lassen, dass das Ding einfach nur gerne auseinanderfällt. So. Jetzt kann man schon die Arme einfach ranstecken. Zack. Falsch rum. Einmal hier. Einmal hier. Jetzt nimmt man hier die anderen Züge, also Waggons kann man ja dazu sagen, das sind ja dann halt Waggonteile. Und öffnet einfach hier so ein bisschen das Maul. Dann können sie eigentlich schon stehen. Na gut, komplett selbstständig nicht, aber. Und jetzt kommen wir mal zu was. Das zeige ich gleich mal im Detail. Moment. Und zwar, ich hoffe, man sieht es ja so halbwegs. Und zwar in drinnen ist das Gegenstück zu diesen Plastikpins, also zu den Plastikstiften, schräg angeordnet. Also ihr seht, das ist schon ziemlich schräg und hier ist das Gegenstück auch ziemlich schräg. Macht im Ganzen sieht es natürlich gerade aus und soll ja auch so sein, aber das wird sich später nochmal als ziemliches Desaster erweisen, diese Anordnung dieser tollen Sachen. Aber dazu kommen wir später. Hier rein. Auch wieder so. Und schon ist der Palomex fertig. Ja, heute macht sich mit dem roten Hintergrund nicht ganz so schick, aber na gut. Sieht trotzdem eigentlich gar nicht übel aus. Im Gegenteil, gefällt mir eigentlich auch die Idee mit den Dinosaurier-Tieren, also Dinosaurier- und Fahrzeugvarianten halt. Klar, was ist das Mächtigste so gesehen? Halt ein Zug mit Waggons. Ist schon eine witzige Idee, muss ich zugeben. Sieht auch ehrlich gesagt cool aus. Auch wenn es jetzt nicht die Deluxe-Variante ist. Also ich muss zugeben, der gefällt mir genauso wie der High Octane, nicht der andere Sort. Im Einzel gefiel mir ja auch ziemlich genial. Dazu muss ich sagen, halt so einzeln haben sie was. Also
Man kann sie ruhig so mal auch einzeln sich hinstellen. Ja, ich weiß, es ist nicht die Deluxe-Variante, aber trotzdem, sie sehen gar nicht so übel aus und machen ihre Sache verdammt gut. So. Für die, die es jetzt freut, hoffe ich doch mal, das ist jetzt das letzte Einzelreview von diesen RPMs. Also ich bin durch. Jetzt kommt noch das Kombi-Video und dann habt das überstanden, für die, die es ja halt nicht so gerne sehen. Danach geht es dann erstmal weiter mit Transformern. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, dieses Video. Ich sage Tschüss, bis dann.